glaube, ich muss die Lautstärke ein bisschen anpassen. So, jetzt müsste es besser sein. Gut, also in der letzten Folge haben wir, wie gesagt, ein bisschen was geschafft. In der Zwischenzeit habe ich mal ein bisschen aufgeräumt. Irgendwo fehlt mir noch was. Ja, wir haben festgestellt, dass der Anhänger uns wegdrückt, so ein bisschen. Aber nur so ein kleines bisschen, wenn ich das jetzt auch alles unterm Auto. Ich habe angefangen, ein wenig aufzuräumen, ein wenig zu sortieren. Hier unter anderem habe ich auch mal ein bisschen Ordnung geschaffen mit dem Regal zusammen. Habe auch unseren Kühlschrank ein wenig befüllt. Hier ist jetzt wieder ordentlich. Habe natürlich unseren Kühlschrank dann auch mal langsam befüllt, so ein bisschen. Und unser Gefrierfach ist natürlich auch ein bisschen befüllt. Und so kann es jetzt auch mal langsam weitergehen. Heute, ja, gute Frage, was wir heute machen. Ich hatte überlegt, so ein paar Sachen. Lass mal hier unsere Hanfplantage abräumen. 6-mal ist gut. Wollen wir jetzt mal kurz die Schippe, damit wir uns den Last holen können. Ist der Scheiß schon wieder rausgefallen? Was soll denn das? Ich hasse diesen Anhänger. Bleib jetzt da drin, Mann. Ich habe übrigens auch schon hinten unsere Sirupproduktion gestartet. Der Tank war voll. Dadurch, dass es jetzt mit Elektrizität läuft, geht das natürlich alles ein bisschen schneller. Da gucken wir nachher nochmal bei. Im Moment machen wir jetzt erstmal unsere Plantage weiter. Vielleicht werden wir das auch nochmal komplett umsetzen. Weiß ich noch nicht. Mal gucken. Ist immer schön, mal das Gießen wieder. Ich habe unsere gesamten Kartoffeln natürlich verbraten. Das heißt, wir können jetzt auch wieder Kartoffelsamen in der Stadt mitnehmen. Wäre natürlich auch nicht verkehrt. Meine Idee wäre jetzt gewesen, wir fahren nochmal in die Stadt, wir holen noch ein paar Tische, Bänke und sonstiges, gucken, fahren beim Brüderchen nochmal vorbei und werden dann mal gucken, dass wir unseren alten Kram, der noch in der Werkstatt rumliegt, die alten Ersatzteile wegbringen und verkaufen. Das geht jetzt ja mittlerweile auch. Folgedessen machen wir das wahrscheinlich vielleicht heute auch. Mal schauen. Also heute wird es mal ein etwas ruhigeres Video. Wir werden mal gucken, was wir da angestellt kriegen. Irgendwas kriegen wir immer angestellt. So. Ach, der schiebt doch schon wieder. Also dieser Anhänger ist irgendwie noch nicht so wirklich gut ausbalanciert. Da brauchen wir, glaube ich, noch einmal. Oh, der schubst uns das Auto runter. Oder auch nicht. Keine Ahnung. So. Jetzt. Dann machen wir mal los. Nochmal schnell in die Stadt reinfahren. Ja, gucken, was wir da noch so ergattert kriegen. Wie gesagt, ein paar Regale oder so, ein paar Pflanzen können wir uns noch mitnehmen. Das nehmen wir alles noch mit. Damit wir noch ein bisschen Bodendekorierung machen können. Damit wir hier mal alles ein bisschen ausgenutzt haben, was wir machen können. Und dann sehen wir weiter. Ich denke mal, wir werden es mit so einem Schrittplatz schaffen. Vielleicht holen wir auch aus unserem anderen Cottage noch die Ersatzteile gleich mit ab. Wäre auch gleich ein Weg. Wenn wir das schon gekauft haben, ich weiß das jetzt nicht. Vielleicht verwechsel ich das auch gerade mit meinem Stream. Da habe ich das ja schon. So, hier. Den Käse nehmen wir auch gleich mit. Hatte ich beim letzten Mal noch kurz mitgenommen schon. Den nehmen wir auf jeden Fall mit, weil wir brauchen jetzt unheimlich viele Kartoffeln. Aber der schiebt schon wieder. Also dieser Anhänger ist echt ein bisschen anstrengend. Es lässt sich zwar eine Menge mitnehmen, aber er schiebt halt ungemein. Und die ganzen Klamotten fliegen durch die Gegend. Jetzt gucke ich mal, ob hier drüben mal rausgeflogen ist. Nee, nicht nix draußen. Gut. Sehr schön, ist nichts rausgeflogen. Mal gucken. Wir haben heute Dienstag. Naja, unser Geld geht uns auch langsam ein bisschen zur Neige. Das heißt, ich werde mal wieder ein bisschen was machen müssen. Wir wollten hinten zu ihr hin und wollten erst mal gucken. Wir müssen uns auch den anderen Anhänger noch abholen, damit wir irgendwann mal das Auto abholen können. Oder wir lassen uns einfach vom Bus oder von einem Freund herfahren. Diesmal schiebt er nicht. Gut. So. Ihr macht doch mal die Tür auf. Lass mich doch einfach rein. Na, wie geht's? Läuft alles, ja? Das Ding kann man nicht kaufen, ja? Nee. Jetzt sind die Pflanzen übrigens auch wieder da, die großen. Aber wir wollen ja mal ein paar kleinere noch kaufen. Mal gucken, was wir machen. Die beiden sehen zum Beispiel für den Wohnwagen gar nicht so verkehrt aus. Die nehmen wir mit.
Wo ist die andere? Ja, kann ich den noch mitnehmen. So, nehmen wir auch mit. Jetzt nehmen wir uns auf jeden Fall noch ein Regal mit. Tisch. Das ist ein großes Regal. Ich will mal das kleine Regal nehmen. Es fängt bestimmt gleich an zu regnen. Mehr oder weniger ist es da drin. Das ist schon mal nicht schlecht. Das passt schon mal. So, das kleine Regal haben wir schon mal mitgenommen. Mehr kriegen wir, glaube ich, auch gar nicht mit jetzt im Moment. Das Ding können wir uns auch noch kaufen mit Picknick-Table. Machen wir vielleicht auch noch mal. Nicht jetzt, nicht heute. Machen wir bestimmt noch mal. Jetzt wird es neblig. Ganz großes Kino. So, dann fahren wir erstmal zurück. Laden die ganzen Kladderadatsch aus. Wir werden mal gucken, dass wir das alles soweit aufgestellt kriegen. Und dann werden wir schlafen und dann werden wir am nächsten Tag werden wir dann zusehen, dass wir runterfahren zum Schrottplatz und unseren Kram wegbringen. Okay, wir gehen jetzt erstmal gar nichts wegverkaufen, weil ich nach hinten gucken musste, ich Trottel. Ah, jetzt geht das wieder los hier. Es fliegt wieder alles durch die Gegend. Weil der blöde Anhänger wieder schubst. Die Pflanzen sind schon rausgefallen. Ist aber falsch reingelegt, aber schlecht. Okay, so kriegen wir die Zeit wirklich auch hin. Okay, so kann man nicht rum. Muss man so machen können. Dann machen wir das eben so auf jeden Fall. Wenn es nicht will, wie es soll, dann müssen wir halt Gewalt anwenden. Unsere Pflanzen wieder einsammeln ganz schnell. Eine und zwei. Ja, und unser Regal dürfen wir jetzt auch nochmal einsammeln, weil es ist jetzt vom Anhänger gerutscht. Wie das da runterrutschen konnte, fragt mich nicht. Keine Ahnung. Ein an sich überhaupt nicht möglich. Aber es schafft es. Ein Traum, wirklich. Ein Traum. So, jetzt aber. Bleibt da drin jetzt. So. Gut. Alles ausladen. Vielleicht unseren komischen... unsere Fritteuse, unseren Kartoffelbrater noch fertig machen. Damit da der Käse wieder reinkommt. Ich hoffe, unsere Pflanzen sind wieder da. Immer stehen bleiben. Ja, die sind noch weiter. Sehr schön. Die sind beide noch hinten drauf. So, dann wollen wir mal. Festhängen wollen wir eine Runde. Gut, dann wollen wir eine Runde festhängen. Ja. Komm schon. Ernsthaft. Das soll heute aber auch wirklich alles nicht funktionieren, wie es soll. Da bleibt der blöde Hänger irgendwo hängen und schon ramponiert hier das alles. Schon dreht hier alles durch. So, die kommen jetzt nach vorne, hab jetzt die Schnauze voll. Eine haben wir schon wieder verloren, ne? Ja, wie typisch. Voll typisch, ey. Ach, auch Motor ist auch noch abgewürgt. Hängt der blöde Hänger da dann fest, das gibt's doch nicht. Ja, wie soll man sich das rechnen, die Beschädigung langsam machen? Ich würde fast behaupten, der Knopf ist einfach so weg. Mal wieder. Lass die Reifen fallen. Oh, immer ein Stück. Aber irgendwo musst du doch mal da los sein. Er hängt da voll fest, ne?
Das ist nicht lustig. Das macht keinen Spaß so. Hier liegt unser Kartoffelsalat. Das ist schon mal nicht schlecht. Gehen wir mal wieder. Einmal. Aber wir müssen den Hänger da irgendwie rauskriegen, weil sonst ist mein ganzer Plan für die Folge heute echt total zerstört. Wegschieben kann man den auch nicht irgendwie. Aber wir können das vielleicht anders machen. Wir haben ihn jetzt ja abgemacht. Mal Tür zu, damit nicht alles rausfällt. War klar. Das geht natürlich wieder nicht. Wir sitzen wieder zu weit weg. Ach man, das ist so nervig manchmal. Aber jetzt. So. Okay, das ist das erste Mal, dass ich sowas jetzt habe. Immer noch zu weit weg. Ja, dichter ran kann ich ja schon gar nicht mehr. Wenn ich jetzt noch dichter ran fahre, dann haben wir ja gleich wieder das gleiche Problem. So, mal gucken, ob es jetzt geht. Immer noch zu weit weg. Wäre ich ein Wunder. Geh doch mal weg da. Und ich habe schon gedacht, wir kriegen die jetzt nicht so weit hin, dass wir uns hinlegen würden hier im Spiel. Oh, scheinbar ja. So. So, hängt der jetzt da noch drin, oder? Zurück nochmal. Cool, wir haben es geschafft. Wir haben das Ding da wieder raus. Dieses blöde Schild ist natürlich auch echt nervig da. Das steht echt ungünstig da. Mega uncool. Aber naja, was wollen wir machen? Irgendwie muss man das ja durchkriegen. Ja? Und auch das kriegen wir irgendwie hin. So, jetzt schnappen wir uns erstmal unser Regal wieder. Auf ein neues. Auf ein neues. Das hängt drin. Aber unsere andere Pflanze ist irgendwie verlöten gegangen. Die hat sich wohl weggelötet. Naja, vielleicht findet man sie irgendwann nochmal wieder. Ich glaube es zwar nicht, so wie mit den anderen Dingen auch. Die haben wir auch nicht wieder gefunden. Geh doch mal weg. So, jetzt aber. Auf geht's jetzt. So, jetzt aber endlich nach Hause hier. Hoffen durch. Ich bin noch gar nicht hier. Und der Anhänger hüpft da hinten rum. Da fällt doch das Regal gleich wieder raus. Ich sehe es kommen. Ich sehe es kommen, dass das Regal gleich wieder weg ist. Naja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir behalten das mal im Auge. So, müssten wir es auch gleich geschafft haben. Dann sind wir zu Hause, können wir uns hinlegen. Und dann können wir den Wagen voll machen und dann können wir zum Schrottplatz nehmen. Ich hoffe, das kriegen wir heute noch hin. Wir haben jetzt so lange rumgeeiert hier mit dem Ding. So, okay. Das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Das Regal ist noch drauf. Ich bin ja begeistert. Ich bin ja schwer beeindruckt. So, das ist ein Regal, was ich eigentlich in die Werkstatt haben wollte. Da hatte ich überlegt, dass man da vielleicht so ein paar Farben oder so hinstellen kann. Aber das hängt schon mal echt kacke. So, jetzt hängt es besser. Wir müssen das Ding mal rausnehmen hier. Ja, kommt, genau. Sag mal, was ist mit dem Spiel heute los? Was will mir das Spiel heute sagen? Ey, das gibt's doch wohl nicht. Was will mir das Spiel heute sagen? Ich glaube, das Spiel will mir sagen, leck mich am Arsch, ich hab keinen Bock. Irgendwie sowas. So. Das scheiß Ding kann gleich erstmal hin. Das kommt eh nachher auf den Hänger. So, hier steht jetzt das Regal. Das steht ja schon mal nicht schlecht. Wir können da noch ein Stück rüber. Ah, hier können wir es gar nicht hinstellen. Ha. Ihr werdet nachher auch mitkriegen, warum. Okay, wir lassen es erstmal hier stehen. Erstmal ausräumen, wegräumen und dann sehen wir weiter. So, jetzt kommt erstmal der Kram weg. Der Scheiß kann eigentlich gleich in die Fritteuse. Brauchen wir eh da drin. Oh, dieser Hänger macht mich wahnsinnig.
Der bringt mich nochmal um den Verstand hier. Das sollte eigentlich hier bleiben. Das sollte eigentlich nach hinten. So, weiter. Noch mehr Käse. Wir hätten ganz am Anfang schon viel mehr Käse kaufen sollen. Dann hätten wir die Probleme jetzt nicht. Aber naja, egal. Ist nicht so dramatisch. Hier haben wir noch einen Kartoffelsamen. Aber kein Kartoffelfeld mehr. Egal. Ich wollte sowieso gucken, wenn das nachher alles fertig ist, dass man das vielleicht mal Entschuldigung, ein bisschen umbaut und dass die ganzen Felder vielleicht nach hier unten irgendwie hinmacht. Irgendwie. Mal sehen. Weiß ich noch nicht genau. Müssen wir mal gucken. Weil hier oben, ich weiß nicht, gefällt mir jetzt nicht so besonders. So, die Zimmerpflanze brauchen wir noch. Die wollte ich ja eigentlich... Was? Thank you. Ich muss weggeschmissen, bist du nass. So, hier kommt die Pflanze hin. So hatte ich mir das gedacht. Ich habe doch gar nichts weggeschmissen, bist du nass. Ist doch gar nichts drin. Und hier? Auch nicht. Sehr schön. Gut. Das haben wir schon mal. Ja, hier drin aufräumen, das wird nochmal nackt. Aber ich glaube, das werde ich offscreen machen, so ein bisschen. Das werde ich dann offscreen einfach mal ein bisschen schick bauen. Und dann werden wir sehen. Trinken erstmal nicht, legen wir ihn hin. So, wenn wir ihn jetzt hingelegt haben, dann können wir nämlich nachher gleich mal gucken, dass wir den Anhänger voll machen. Ja, leider Gottes, wieder mit diesem blöden Anhänger. Und dann skips den Markt, genau. Und dann mit dem Anhänger. Und dann fahren wir mal zum Schrottplatz und gucken, dass wir den ganzen Kram da wegbringen. So, jetzt ist aber ein Traum. Sehr schön. Gut. Wir wollen mal den Anhänger gleich ranmachen. Hier ist es schon wieder dieseliges Wetter. Ganz toll. So, so, so. So, mal kurz drehen. Nein, mit dem Anhänger geht es wieder nichts. Wir schieben ihn einfach weg. Einfach wegschieben. Das ist die Wand. So. Gut, Handbremse rein. Den können wir nochmal ausmachen. Ah, der schubst den schon wieder. Egal. Lass ihn schubsen. Wir müssen was trinken, was essen. Einmal haben wir ja mit. So, sehr schön. Und dann werden wir jetzt mal die ganzen Teile holen. Machen wir auf hier. Sehr schön. So ist besser. So, dann werden wir mal den ganzen Schrott mitnehmen. Wir haben jede Menge Schrott und der kann komplett weg. Will das Ding mich verkackern, das Teil hier? Was ist los mit euch? Was soll das? Der Hänger ist ja mal für gar nichts nütze. Na ja, okay. Daneben nicht. Der Hänger ist echt mal für gar nichts nütze. Na gut. Wir regen uns jetzt nicht weiter drüber auf. Wir packen jetzt mal den Truck voll. Alles schön da rein. Und dann bringen wir den Kram weg. Ich hoffe, wir kriegen dafür noch ein bisschen Kohle. Ich glaube, das Ding ging nicht. Aber das kann man trotzdem mitnehmen. Egal, nehmen wir mit. Scheiße, was die Wand dann. Rein damit. Den ganzen Schrott mal wegbringen hier. Komische Lenkrad ohne Airbag. Braucht kein Mensch, ey. So. Dann haben wir hier nämlich noch ein Regal, was wir leer haben. Das ist auch nicht schlecht. Und irgendwann muss man den Schrott ja auch mal wegbringen. Ne? Kann ja nicht sein, dass wir den ganzen Schrott in der Bude haben. Ne? Voll daneben geworfen. Auch nicht schlecht. Hoffentlich finde ich den Weg noch dahin. Ich habe da mal so meine Probleme, den Weg zu finden dahin. So. So, ja, das ist ein bisschen langweilig, den ganzen Kram da jetzt einzuladen. Aber naja, muss ja mal gemacht werden, ne? Kann man ja nicht ändern. So, die komischen Dreieckslenker können auch weg. Ich
bin am überlegen, ob wir die alten Federn, die brauchen wir eigentlich auch nicht mehr hier. Das kann eigentlich auch weg. Teuer gekauft, nicht verbaut. Und da wäre meine Idee wieder gut, die ich in dem Forum bereits mitgeteilt hatte. Es gab in den 90ern, gab es mal ein Spiel, 80ern oder 90ern oder 2000, nee, 90ern war das, glaube ich, eher. Das nannte sich Street Rod auf dem Amiga. Und da konnte man Autos gebraucht kaufen aus einer Zeitung und dementsprechend auch Teile kaufen und eben aber auch verkaufen. Ich habe diesen Vorschlag bereits gemacht. Ich weiß nicht, ob er Gehör gefunden hat. Ist vielleicht auch ein bisschen untergegangen. Aber vielleicht werde ich auch mal eine private E-Mail an den Entwickler noch schreiben damit. Weil ich fände, das wäre schon mega. Weil dann könnte man den ganzen Gerümpel nämlich auch mal so wegbringen. Und in Verbindung mit einem eventuellen späteren Multiplayer wäre das natürlich richtig heiß. Da würde natürlich richtig Entwicklung reinkommen. Aber das ist natürlich alles nur Zukunftsmusik. Oder auch gar nicht, wer weiß. Vielleicht hat der Entwickler ja auch ganz andere Wege eingeschlagen. Oder will andere Wege einschlagen. So. Die alten, gammligen Stoßdämpfer können wir auch gleich mit weggeben. Ja, das ist auch so eine Sache, ne? Dieses einzelne Eingeräume. Nee, das glaube ich brauchen wir auch nicht mehr. Das kann auch weg. Der Kram kann auch gleich mit weg. Außer eben die Haubenteile und sowas, das hebe ich mal auf. Wieso liegt das Ding denn jetzt schon wieder schräg drin? Das nervt mich doch schon wieder. So, hier sind noch die komischen Bremssättel, die sind eigentlich neu. Aber da wir Sportbremsbeläge drauf haben, ist das ja uninteressant. Daher können die natürlich auch weg. Einfach weg damit. So, was haben wir noch hier? Hier haben wir noch das Automatikgetriebe, das brauchen wir garantiert nicht mehr. Das kann garantiert weg. Genauso wie der alte Motor. Das kann alles weg. So, einige Dinge hier in dem Spiel sind sowieso ein bisschen überzogen. Also ich habe da schon Auspuffrohre. Ihr habt ja gesehen, diese komischen hochgebogenen Auspuffrohre. Finde ich jetzt ein bisschen echt krass überzogen. Also fällt mir jetzt nicht so, gefällt mir nicht so und ist eigentlich auch total unnötig. Also so ganz krass abzuheben. Hier ist noch der alte Auswurf, der kann auch weg. So, wir haben es 8.52 Uhr. Wir halten natürlich bei unserem lieben Bruder nochmal an. Bei Francis. So, da haben wir noch eine Koppelstange, die kann auch weg. Dann müssten wir es ja gleich geschafft haben. Noch ein Differential. Ein schlechtes. Da kommt der Schulbus. So, und jetzt kommt der alte Motor noch wieder weg. Kann man eh nicht mehr gebrauchen. Das ist eh Schrott. Schrott vielleicht nicht, aber Leistung gleich nur. So, trinken, essen haben wir dabei. Dann machen wir mal los. Männer. Dann machen wir mal los. Und der Kram fliegt schon wieder hinten durch die Gegend. Ich bin begeistert. Und der ganze Gerümpel fliegt hier durch die Gegend. Das ist nicht schön. Wo war das noch mit der Kamera? Irgendwo konnte man die Kamera umstellen. Genau so. So fahren wir jetzt mal. Das ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Dann sehen wir nämlich, wenn uns was runterfällt. So. Wie ihr seht, das Auto fährt alleine. Es gibt noch keinen Fahrer, keine Figur da drin. So, wir wollen erstmal noch zu Francis runter. Ich glaube, dann haben wir es jetzt geschafft. Und dann könnt ihr euch nachher davon überzeugen, was wir gekriegt haben. Sehr schön, das haben wir fertig. Auch nicht schlecht, aber ich glaube, die Folge wird heute Überlänge haben. Die könnte heute ein wenig Überlänge haben. Also für alle, die die Folge gerne sehen oder die Folgen gerne sehen von mir, könnt ihr euch freuen, heute wird es Überlänge geben. So. Also zum Schrottplatz fahren wir auf jeden Fall noch hin.
Und wir geben das auf jeden Fall noch ab. Das werden wir auf jeden Fall machen. Egal wie lange es dauert. Achtung, Schulbus. Der heizt hier aber auch was rum, ey. Furchtbar. Ah, in der Ansicht zu fahren macht eigentlich viel, ist eigentlich viel besser. Man sieht viel mehr. Gerade hier bei der Strecke. Wir wollen mal langsam runter. Und vor allen Dingen, man sieht auch, ob was runterfällt. Was für mich echt wichtig ist. So oft wie mir was wegfällt. Aber ich würde mir halt wünschen, wenn die Straßen hier noch ein bisschen besser werden würden. Das würde wahrscheinlich echt Sinn machen. Ganz schön anstrengend hier so zu fahren, damit nichts rausfällt. Ich möchte fast mal behaupten, wir fahren erst am Cottage vorbei und dann zum... Oder ich habe mich schon wieder verfahren, das kann natürlich auch sein. Das wäre hier nicht das erste Mal. Das wäre definitiv nicht das erste Mal. Dum, 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 dum. Hat keiner was gesehen. Ich glaube, ich habe mich verfahren. Naja, gut. Dann ist das jetzt so. Ach nee, aber nicht. Und das Cottage haben wir schon gekauft. Das heißt, wir können den ganzen Kram nachher mitnehmen. Das ist natürlich gut. Dann bringen wir mal den Altschrott jetzt weg, irgendwie. Hey. Jetzt hab ich mich richtig verfahren. Oh man, ich hasse das hier hinten. Unheimlich, ey. Hier geht's zum Cottage. Also müssen wir doch jetzt eigentlich... hier lang. Ja, genau. Also hier lang. Gut. Ein Traum, eine Katastrophe mit mir hier. Ja, genau. Und dann fahren wir den gleichen Weg wieder zurück und nehmen den ganzen Kram wieder mit. So, und hier steht der Container. Hier könnt ihr den ganzen Gerümpel nachher einfach abgeben. So. Sehr schön. Dann schmeißen wir doch mal den ganzen Gerümpel da rein. Alles schön da rein. Und schauen mal, was es dann für Kohle gibt. Wenn ihr die ganzen alten Teile da reingefeuert habt. Na nun komm, nimm den Kram. So. Und so. Und so. Ja, das ist wirklich sehr aufwendig, den ganzen Kram da mal einzeln reinzuschmeißen. Aber hey, mein Gott, man hat ja sonst nichts zu tun. So, das Ding auch noch mit rein. Ich glaube, das geht, steht da gleich auch dran, dass das nur der Altmetall-Schrottwert ist. Und dementsprechend kriegt man Geld dafür.
So, mal gucken hier. 715 Kilo, 35 Teile. Sell, ja. Yeah. Gab 1430 Dollar. Okay. Ja, ich weiß, das Ding lässt sich irgendwie nicht verkaufen. Aber das lassen wir mal hier liegen. Das brauche ich jetzt nicht mitschleppen. Ich weiß gar nicht, ob ich hier schon die ganzen Radios rausgefummelt habe. Das weiß ich gerade nicht. Aber ich glaube ja. Ah ne, da ist noch eins, guck mal. Da ist noch ein Radio drin. Ich glaube, die ist. Ja, guck mal, da ist auch noch eins drin. Da ist es schon raus. Da ist eins drin. Da ist raus. Hier sind auch noch wieder welche. Da ist noch was. Ja, hier sind noch ein paar Radios. Könnte man alle nochmal mitnehmen irgendwann. Ich glaube, die haben auch nachgespawnt wieder. Teils. So, ist da noch was? Da sind wir auch noch eins. So, das legen wir mal hier vorne hin. Ja, ich weiß nicht. Ich habe jetzt schon lange keine Radios mehr gemacht, aber ich glaube, die spawnen nach. Aber das ist jetzt auch nicht Hauptaufgabe. Wir wollten jetzt eigentlich noch schnell zum Cottage. Unsere Teile dort einladen. So. Jetzt fahren wir nochmal dahin. Jetzt ist ja der Haufen noch leer. Jetzt können wir fahren, wie wir wollen. Jetzt kann ich nichts rausfahren. Außer unser Futter und unser Essen. Futter und Essen, genau. Futter und Trinken, Mensch. Ich glaube, da war es genau. Ja, ja, komm, heul leise. Das ist ein Geländewagen, der muss das abkönnen. So, rauf da. Mal gleich mal gucken, was wir hier haben. Straße ist unnötig, fahren wir nicht. Es wäre auch cool, wenn man hierher ziehen könnte. Das fände ich schon ganz geil, weil das Haus sieht schon ganz geil aus. Aber da fehlt uns natürlich dann wieder die Garage, glaube ich. Aber vielleicht kommt das ja noch. Genau, hier haben wir nämlich noch die Teile vom Buggy mit drin. Die haben wir nämlich noch nicht geholt. Wir nehmen mal die Buggy Parts mit. Einmal. Und zweimal. Das wären die Buggy Parts gewesen. Haben wir hier noch was? Ja, hier haben wir nichts mehr. Zeitung, Newspaper. Ja, das ist, wie gesagt, mich würde das echt reizen. Allein schon wegen dem Ding hier unten. Wenn wir jetzt nicht festhängen würden. Hallo? Ah ja. Hier, die Cannabis-Farm. Ist noch nicht implementiert. Aber das würde mich schon reizen. Das wäre schon geil. Was hätte das? Hätte echt Style. Wir kommen ja jetzt hier nicht hoch. So. Und hier könnte man natürlich auch richtig schön mal sich so selbst verwirklichen mit den Regalen und so. Aber nein, das soll noch nicht sein. So. Ja, danke. Und also. Gut, dann haben wir das ja schon mal geschafft. Wir haben auf jeden Fall unsere Teile hier noch abgeholt. Wir haben den Altschrott weggebracht, dafür haben wir Kohle gekriegt. Wir haben ein bisschen sortiert, ein bisschen aufgeräumt. Ich sage ja, heute war es eine sehr entspannte, ruhige Folge. Heute war nicht so wirklich viel Action. Aber es muss ja nicht immer Action sein. Und den Buggy bauen wir in der nächsten Folge dann fertig. Ich glaube, das sind die letzten beiden Teile, die noch gefehlt haben. Und dann werden wir mit dem Buggy eine Probefahrt machen. Ganz einfach. Auch da könnt ihr euch jetzt schon mal Gedanken machen, wie wir den lackieren wollen. Ich weiß, dass man den lackieren kann. Und dann werde ich mich mal in einer stillen Minute ransetzen und werde die Kohle zusammenfahren für den Racetrack, damit wir den endlich freigeschaltet kriegen. So, eigentlich müssten wir jetzt ja rechts fahren, wenn mich nicht alles täuscht. Ich hoffe es zumindest. Nee, da fahren wir nicht runter zum Strand, oder? Ach, keine Ahnung. Wie gesagt, ich verfahre mich hier permanent. Also, das ist echt übel für mich hier. Ich mag das hier nicht. Ach, da oben war es doch.
Wir waren doch fast richtig. Ich habe mich nur einmal kurz verheddert. Wo ich gedacht hätte, wir fahren zum Strand runter. Ja. Ich hab's gewusst. Ich habe es so gewusst. Deswegen der andere Blickwinkel beim Fahren. So. Ach komm schon. Und der Motor wird hinten durchgeschleudert, wie so ein Weltmeister, ein Traum. So, dann zeige ich euch jetzt noch, was wir gekriegt haben von Francis. Dafür, dass wir jetzt 50 von 50 Punkten haben. Aber ich denke, das wisst ihr alle schon. Da seid ihr wahrscheinlich alle schon viel, viel weiter wie ich mit dem Spiel. Aber zeigen tut es euch trotzdem. So, zwei, drei Kurven noch. Ansonsten schmeißen wir die Teile gleich noch in den Buggy rein, dann haben wir den Buggy nämlich auch fertig. So, dann können wir da rum. Und. Ach komm, mach den Kessel. So, aus dir oben. So, wir schmeißen als erstes mal die Buddy-Pack. Einmal, zweimal. Uns fehlen dann tatsächlich noch welche. Ich glaube, wir haben noch nicht alle Teile geholt. Uns fehlen noch ein paar. Okay, dann müssen wir uns beim nächsten Mal mal daran machen, dass wir die Teile finden. So, und jetzt wisst ihr auch, warum ich das Regal da hinten nicht hinstellen konnte. Weil wir haben hier den Schlagbohrer, womit du die Schrauben schneller rauskriegst. Und wir haben hier ein Luftdruckgerät, damit wir die Reifen schneller aufpumpen können. Deswegen konnte ich das Regal da gar nicht in die Ecke stellen. So, gut. Ja, mit dem Buggy, das hat leider nicht ganz geklappt, aber wir haben ein wenig was geschafft. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Oh Gott, ich hasse es, Ihnen das Herz zu brechen. Aber du weißt ja, wie das ist. Okay, danke. Du kannst mich jetzt runterlassen. Du